Jetzt will ich mal schauen, kann man. Man kann ja ein Leuchtfeuer eigentlich nicht unter ein Strohdach bauen, oder? Weil das wird ja dann wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie das hier geregelt ist. Ich glaube, Gundel hat irgendwelche Probleme, die. Ah ne, jetzt läuft's da weg. Warte mal, wenn ich so eine Strohsäule nehme. Mal eine habe ich ja hier schon, ne? Ich kann, glaube ich. Ich mache das hier auch weg, das sieht irgendwie doof aus. So. Na, überlege ich mir noch. Was wollte ich jetzt? Gehen wir nochmal zurück. Wieder vergessen. Ah ja, Strohsäule. Klappt auch im Spiel. So. So. Die Kiste machen wir erstmal zurück. Ach, das ist die Kiste oder was? Nö. Nee. Na gut. So, kann man die einfach so auf den Boden stellen? Würde das gehen? Weil ich dachte, ich mache vielleicht so eine Art. Naja, wie so ein Pavillon. Das ist alles. Warte mal. Ich muss noch mal eine bauen. Ich glaube, irgendwie nicht aufgepasst beim Setzen. Muss ich da noch irgendwas beachten? So, automatisch einrasten. Wechsle Absorptionsfokus. Was ist das? Da sieht auch nichts, wenn ich F drücke. Okay. Automatisch einrasten, deaktivieren. Ja, nee. Ich kann das bloß drehen. Okay. Ich denke, das. Ah, weil. Hä? Achso, da haben wir ein Problem mit der Beschaffenheit, wa? Das ist natürlich nicht so cool. Ja, ich glaube, ich muss das doch dann über eine Plattform machen, oder? Das wird nicht anders funktionieren. Wie viel Plattform hat das in Anspruch genommen? Oh, ich habe ja noch zwei. Aber ich muss das Feuer wieder versetzen, sonst funktioniert das nicht. Versetzen. Wieder mal versetzen. So, wo setzen wir es denn jetzt so lange hin? Naja, hier ist so doof. Ich hätte es da oben nicht abreißen sollen. Das soll ja nur für einen Moment irgendwo anders. Ach, warte mal, hier ist irgendwas. Ja. So. Gut, und jetzt Fundament. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt kommt wieder der Monk. So. Eins, zwei. Achso, ich habe es zwei gehabt. Ich muss aber mehr bauen. Ich will noch drum rum bauen. Das heißt, ich baue noch eins, zwei, na ganz viele. So. Mehr als drei geht irgendwie gerade nicht. Weil mir was fehlt wieder? Stroh. Aber die sammeln ja fleißig, hoffe ich. Also Gundel macht irgendwas da oben rein, glaube ich. Das ist irgendwie blöd. Ich müsste die Kisten sperren vielleicht, oder? Naja, mal gucken. So, hier. Ach, jetzt passt das da wieder nicht. Mal sehen. So, versetzen. Warum geht es da nicht rauf? Hör auf. Überschreite den Verlegungsbereich. Ach, hör auf. Das ist doch bloß von da nach da. Okay, da ist da hin. Und dann da hin. Okay, alles klar. Bin ich schon mal beruhigt. Ich dachte, das funzt jetzt hier irgendwie nicht. Dann müsste so eine Draufsicht haben. Aber ich meine. Ja, so passt das. So, und wenn ich jetzt, obwohl ich bräuchte vielleicht gar nicht so viele Plattformen, wenn ich jetzt, wo haben wir die Säule? Meine Säule da
aufbauen? Warte mal, ich muss mal so eben bauen wieder. Ach, mir fehlt schon wieder irgendwas. Stroh. Stroh. So. Stroh, so. Ah, guck mal, waren noch fleißig die Mädels. So, jetzt mal gucken, dass wir auch eins da raufsetzen können. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke, aber wir probieren es einfach mal. Denn eigentlich geht das ja nicht, dass man ein Strohdach übers Feuer baut, aber naja. Wenn die Entwickler dann sowas nicht gedacht haben, dann ist es halt so. So, machen wir jetzt mal drei. Okay, man kann eins raufbauen. Okay, dann machen wir noch vier. Was ist denn jetzt da? Ja, das wäre natürlich cool, wenn das geht. Irgendwas ist mit Gundelheit nicht in Ordnung. So, einmal, zweimal. Warten wir kurz, bis es fertig ist. Ah ja, na gut. So, und jetzt gucke ich mal. Ein Dach wird ja wahrscheinlich gar nicht so gehen, ne? Ich baue mal eins, erstmal zum Testen. Ist zwar noch gar nicht was für ein Dach. So. Naja, so eins ist wahrscheinlich blöd, oder? Wahrscheinlich geht das auch gar nicht dahin. Ja. Hm. Okay. Das wird vermutlich auch nicht gehen, oder? Nee. Und dann hätte ich noch die Idee, einen Strohboden zu nehmen. Das würde funktionieren scheinbar. Na, dann ist es eben so, aber ich... Boah. Na, wir gucken, was passiert, wenn wir sie übers Feuer bauen. Na, wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Oh, ich muss mal was essen und was trinken, sehe ich gerade. So, dahin. Könnte man dann auch schön als Ausguck nehmen oder so. Man könnte ja auch so einen Schornstein bauen, oder? Das wäre vielleicht eine Idee. Da brauche ich eine Treppe, um da hochzukommen. So. Treppe. Achso, ich habe keinen. Ach, wie viel Zeug. Mädels, ich brauche Stroh. Feierabend, glaube ich. 5. Oh, ich muss was essen, warte. Habe ich da noch was? Oh, ich habe hier noch so eine Suppe. Ist die noch gut? Muss. Sehr gut. So, haben wir das. Ja, und dann holen wir uns mal ein bisschen Stroh. Heuschrecken kriege ich ganz viel.
Ja, so ist besser mit der Musik, weil gestern war die irgendwann weg. Naja, wie gesagt, alles noch Early Access, aber dafür ist es schon mega. Also, das sieht so cool aus. Es war auch im Dunkeln, also so im Halbdunkeln hier der Dschungel und so. Mega. Oh, Hacke ist schon wieder kaputt. So, wie viel Stroh haben wir? 87, na, das reicht noch nicht. Da brauchen wir noch mehr. Oh nein, meine Lampe sei die ganze Zeit an. Deswegen ist es so gut beleuchtet hier. Na egal. Na hallo? Nee, ich will jetzt erstmal. Ich meine, wir haben auch noch genug Fleisch irgendwie. Ich glaube, wenn ich hier mit der Bauerei erstmal fertig bin, dann gehe ich nochmal zu dem einen Tempel dahin und versuche mal noch so ein, zwei Leute zu bekommen. Ne? Da, wo wir letztens waren, den konnten wir irgendwie nicht so überzeugen. Den mussten wir dann leider, weil ich nicht wusste, ob... Ah, der war jetzt weg, wa? Sein Leichnam war verschwunden. Ne? Oh, sieht voll cool aus. So, warte mal. Kann ich eine Treppe da hochbauen? Ich will mal was gucken. Hm. Ach, Seile. Ach Gott. Das noch. Naja, komm, hau mal rein. Dann machen wir mal eine Menge Seile und dann... Das Bauen macht hier richtig Laune aktuell. Aber ich muss das, glaube ich, mal irgendwann auf Holz dann noch umbauen, weil das könnte ein bisschen stressig werden. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht, was man dafür braucht. So, dann ist das. Was machen? Also, kann man denn später eigentlich zusehen, dass die irgendwie irgendwo pennen oder so? So, warte mal, ich muss mal gucken, ob hier Gründe. Nein, das sind die Sachen, die ich da reingeschmissen habe. Warte mal, wenn ich jetzt... Aber wo schmeißt die das denn rein, was die da... Ach hier. Nee, das ist ja doof. Okay, da müssen wir Gundel sagen, hier nicht. Das bringt ja nichts. Oh, guck mal, jetzt sind noch 150 Stroh. Was war denn das für ein Geräusch? Was ist denn passiert? Was war das? Genau. Hier ist nichts mit deponieren. Da unten kann sie doch, oder? Lass mich gucken. Ja. Nochmal geschaut. Baum, ja, kann da alles hier reinmachen, ja genau. Okay, dann mal erstmal das Zeug hier rein, was ich hier noch hab. Damit das alles seine Ordnung hat. So, Baumrinde. Ah nee, ist ja Quatsch. Ich mach doch hier, dass die das nutzen können, weil wenn die natürlich Bretter oder sowas herstellen sollen, dann macht es ja Sinn, wenn sie es hier rausnehmen, oder? Das wäre ja blöd, wenn die das nicht können. Warte mal, mach ich da unten auch mal. So. Ich hoffe, die deponiert ja nicht in irgendeiner anderen Kiste. Warte mal, ich mach mal sicherheitshalber. Hier nicht deponieren. Auch nicht. Wenn nicht, dass die das dann in irgendwelche anderen Kisten schmeißen, dann wäre nichts geworden. Wie repariere ich denn nochmal diese komische Lampe? Ach ja, es war eben den Glühwürmchen, ja, wo ich nicht wusste, boah, wie ich die denn jetzt hier. Aber die deponieren, glaube ich, auch nur in Kisten. Ach, Holzplatten, cool. Was ist denn eigentlich, wenn ich so ein Dach
aufwerten will. Holzschrägdach. Fehlende Gebäudegegenstände. Okay, das muss ich mir mal genauer angucken. So. Haben wir denn jetzt genügend Seile gebaut? So, ich wollte jetzt eine Treppe oder eher zwei, wa? Sonst komme ich da nicht hoch. Das soll jetzt ja nur für zum Bauen sein. So, sieben. Oh, mega, es ist so einfach zu bauen hier. Also ich könnte bestimmt es einfach zumachen, aber das will ich eigentlich gar nicht. Ich will das ja dann schon vernünftig machen. So, warte mal, wir machen mal. Vier Strohwände. Dach haben wir noch, ja, okay. Mal gucken, wie das dann aussieht. So, sieben. Und da würde ich dann aber die nehmen mit Fenster. Das ist dann so wie so ein Abzug. Achso, muss ich wieder neu auswählen. Okay. Warte mal, ich drücke gerade die ganze Zeit die falsche Taste hier. Bin ich doof. So. So. Und jetzt so ein Dach. Nee, nicht so eins. So eins. Ah, das geht da nicht rauf. Hm? Schade. Oder doch? Aber ich würde es gern andersrum, obwohl es ein Frosch, oder? Na, ist das nicht ein Schornstein? Sehr gut. So ungefähr ist mir vorgestellt. Ich glaube, die Treppe kann ich eigentlich so lassen, oder? Ob man da das Feuer genug Möglichkeit nach oben zu steigen. Naja, es würde in der Realität würde es anbrennen. Machen wir uns nichts vor. Okay. Dann haben wir dem Leuchtfeuer mal richtig viel Bedeutung beigemessen. So, Mädels, was ist mit euch so? Naja gut, es ist nachts, weil ihr arbeitet nachts natürlich nicht. Ich überlege gerade. Gut, die haben ja ihre Aufgaben. Jetzt muss ich kurz scharf nachdenken. Okay, wir müssen mal gucken, was wir jetzt alles noch erforschen können hier. So. Aneignung Gerbständer. Okay, das habe ich noch nicht. Das wäre das hier. Okay, das ist was, um unser Zeug zu trocknen, oder? Wird automatisch eins vorhergehender Techniken lernen, wird eine schnell die obigen Techniken lernen. Was verstehe ich gerade nicht. Wird automatisch ein. Achso. Ja, das ist okay. Achso, weil hier was fehlte. Okay. Gut, wie sieht denn so ein Teil denn aus? Warte mal, haben wir das hier? Gerbständer. Okay, ich brauche noch Baumzweige. Die haben wir ja hier. Mehr als genug. Nee, falsch abgewogen. Moment. So. Okay, das Ding dauert ein bisschen. Wo wollen wir das? Wollen wir das? Warte mal, habe ich noch eine Plattform? Ja. Können wir das so nehmen? Ah, da ist ein Baum. Warte. Dann holen wir den weg.
Oh, oh, oh. Schön aufs Lager. Aber ist ja nichts passiert. Soll ich mal meine Lampe aus hier? Ach, hier ist es so ein bisschen. Wir machen es hier vor vielleicht. Gucken, ob es aufpasst. So, wo haben wir denn unser Gabständer da? 7. Oh, der ist ganz schön groß, wa? Da geht es so. So, da ist das Mannequin, okay. Muss ich schon ein bisschen. Bam. Na, ah, brauche ich hier noch eine Treppe, war Mist. Wird ja nicht so groß sein, dann ist es bloß eine kleine Stufe. Oh, ich brauche Schlaf? Was? Wie habe ich noch gar nicht gehabt? Wie schlafe ich denn? Herstellung öffnen. Okay, ich brauche hier Leder. Warte mal, ich habe doch hier Bestienhaut. Okay. Kann ich denn schlafen? Achso, ich muss denn hier drin sein dafür, oder wie? Warte mal. Ich muss mal kurz gucken, ob sich da unten was verändert. Naja, ich brauche eigentlich auch mal irgendwann ein Bett, aber ich kann das noch nicht bauen. Weil mir. Gut, Holzplatten wäre jetzt. Ach doch, nee. Strohdickes Seil. Zusätzlich benötigtes. Ach so, ich kann mir auswählen, ob Holzplatte, Hardware. Ah, okay. Ach so, oh Gott, das habe ich gar nicht gerafft bisher. Okay, ich muss da nochmal die Lampe anmachen, das bringt hier sonst nichts. Nee, wo habe ich denn dieses Hartholz? Habe ich da schon reingebracht, oder? Ich hatte doch 8-mal so eine Platten. Wo waren denn die Holzplatten? Ich hatte doch 8 Stück. Waren die da oben in der Kiste drin? Ah, hier, okay. Das heißt, wenn ich da noch 2 von baue. Achso, brauche ich wieder Material, wa? Nee. Okay, was ist das hier? Holzplatte. Warte mal, ich hole mir erstmal. Was brauche ich denn dafür? Baumstämme? Baumstamm. Baumstämme kriegen wir hin. Ja. Wahnsinn, wie viel Baumstämme ich so im Rucksack schmeißen kann. Aber ich bin ja froh, dass das geht. Also Spiele, die das sehr genau nehmen, und dann ist es natürlich etwas anstrengend. So, ich hab den Auftrag. Zu spät. So, das heißt, ich könnte jetzt schon ein Bett bauen. So, warte mal. Bam. Tatsächlich. Okay, na, dann bauen wir ein Bett. Dann überlegen wir uns schon mal, wo wir es hinstellen. Am besten da oben, oder? Dann stelle ich die Kisten hier woanders hin. So. Was ist denn eigentlich in der Kiste hier? Gott, oh Gott. So. Achso. Warum ist eigentlich bei der Holzkiste das so merkwürdig? Na egal. So, 7 Bett.
schön am Fenster. So. Oh, ich kann schlafen. Endlich kann ich schlafen. Wie viele Tage haben wir eigentlich schon durchgemacht? Woran sehe ich denn, wie viel? 5.28 Uhr. Bin immer noch müde. Okay, ich muss noch weiter schlafen. Ist das da oben das Hirn? Was da, wird es mir? Ich kann es gar nicht erkennen. Eigentlich nicht. Ah, jetzt da unten die Zahlen, okay. Okay. Das Schlimme ist, das Spiel macht mir immer mehr Spaß. Also ist ja nicht schlimm, ist gut, aber. Tja. Mal langsam überlegen, was wir ja die mit den anderen Spielen das alles machen. So. Ja, ich glaube, das reicht erstmal, wa? Guck mal, es ist 6 Uhr, das ist gar nicht viel später geworden jetzt. So, Mädels, habt ihr auch schon geschlafen? Müssen die eigentlich auch? Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Moral, naja, die ist natürlich klar, ist gefangen. Also, naja, gefangen sind die ja nicht, die gehören jetzt zu unserem Stamm. Die Stimmung ist nicht so gut. Was kann man denn tun, um eure Stimmung zu heben? Kann ich das irgendwo rausfinden? Verhaltenseinstellung. Hier ist was anderes. Warte mal, ich hab da ja noch toll. Warte mal, ich kann auch dieses F9, ich kann auch das hier auch erstmal wegmachen. Oder? Ich habe mir das von gestern nochmal angeguckt. Ich habe ja auch wirklich fast 2 Stunden in der Mitte diesen Hinweis mit dem Tutorial. Das hat mich gar nicht gestört irgendwie. Ist irgendwie sehr merkwürdig. So, ah, okay. Hier passiert ja auch noch was. Clan, Elfi. So. So, man macht die Geräusche durch Schritte werden um 40% lauter. Okay. Passiver Angriff Gegenstände. Okay. So, Erfahrung. Gut. Wie kriege ich denn jetzt raus, ob... Also wie ich wie ich hier für Stimmung sorge. So, habe ich über Punkte? Oh, ich habe wieder 2 Punkte. Mensch, Wahrnehmung. Jeder Punkt erhöht Koma wieder. Bogenschaden wird erhöht. Lähmung. Ausdauer. Okay, ich glaube, ich mache mal hier einen Punkt. Und hier einen Punkt. Und dann war das ein bisschen... So. Gut, Angriff, Verteidigung, Lebenspunkte, okay. Ah. So, Anerkennung. Ah, sie hat eine Vorliebe für Lederkleidung und für Affen. Was ist das Relief auf der Haut, wenn, ne? Willst du dich wohl oder hält 20 Stimmen? Ah, okay. Boah, krass. So, erhält man seine Stimmung, wenn nicht Affen in der Nähe, aber nur vorübergehend. Mag keine Alpakas. Sie ist C. Kampf erprobt. Bitte? Was hat sie denn jetzt gemacht? Ich möchte darauf nicht näher eingehen. So, okay, das war ja Gundel. Was ist mit ihr hier? Was mag sie denn so? Nix. Sie kann man gar nicht zufriedenstellen, oder wie? Oh, ach so, ich kann doch bei denen. Das ist ja cool.
So, Agilität, Belastbarkeit, Ausdauer, Traglast. Traglast ist gut. Das klingt voll fies, was wir hier machen. Zuteilung bestätigen, so. Und Gundel hatte keinen, nö. Okay. Mega, was man hier alles machen kann. Ich bin total begeistert. Es regnet. Jetzt guck. Es kann. Also ich bin mal gespannt, ob es unser Feuer ausgeht. Wenn ja, dann bin ich sauer. So. Grobes Leder. Bestienhaut. Zusätzlich auswählbares Material. Aber ich hab doch hier Bestienhaut. Muss ich die irgendwo reinschmeißen? Hier vielleicht. Ich kann das wahrscheinlich noch nicht, mal kann das sein? Basisgerberei. Hier. Bauplan für. Genau. Okay. Sehr gut. Dann können wir ja vielleicht mal Lederklamotten machen, oder? Grobes Leder. Da brauchen wir Gerbflüssigkeit. Okay. Da komm, hau alles raus, was geht hier. So. Kann ich das nicht eigentlich auch hier reinschmeißen? Dann passt das auch hier. Nee, das geht nicht kaputt. Okay. Rohsalz. Okay. Ja, cool. Ich hab eine Schüssel erhalten, weil... Ach, weil die Mädels natürlich auch futtern. Ich kann den Gerbschein nicht verlassen, solange ich gerbe, sozusagen. Okay, wir brauchen also noch irgendwas, wo die Mädels futtern können, weil die schlürfen gerade mein... Nee, was, wo haben denn die Suppe hier? Hatten die noch welche? So, dann haben wir hier grobes Leder. So, und um das hier zu stellen, brauchen wir Gerbflüssigkeit. Kann ich sowas denn, was haben wir denn hier überhaupt? Schleiferei, Giftverarbeitung. Okay, machen wir einfach mal. Schleifer. Ja, eigentlich genügend Punkte, um mal ein bisschen Töpfereitechnik. Gut, weiß nicht, ob wir das jetzt schon brauchen. Nahrungsverarbeitung, das ist ja eher... Ach ja, was ist denn mit dem Kochherd? Was brauchte ich dafür? Da war doch was. Oh, guck mal, das Feuer scheint zu halten. Das scheint zu funzen. Ah ja, ein Schlachtertisch. Ihn zur Verarbeitung von verschiedenen Tierprodukten. So, Kochherd. Ah, da brauche ich die Keramikgussform. Die kriege ich bestimmt... Mit dieser Töpfereitechnik, wa? Ja. Okay, dann müssen wir das natürlich auch. Okay, das heißt, ich würde einen Töpfertisch noch bauen. Den baue ich in meiner Bude? Ja, warum eigentlich nicht? Ich bin ja nur da oben. Was ist mit euch, Mädels? Traut euch nicht raus bei Regen, oder was? Wegen der Frisur. Ich habe auch keinen Dreiwettertaft. Keinen Dreiwettertaft hier. So, wir versetzen mal die Kiste hier einfach erstmal. So, und dann würde ich hier... Achso, wir müssen mal gucken, was brauche ich denn für so eine... Den Schreinertisch können wir auch schon bauen. Ne, hier will ich hin. Schlachtertisch, Gerbständer. Töpfertisch. Oh, da brauchen wir 10 Holzplatten für. Und Lehm. Ach, Lehm, wo habe ich das gefunden? Das habe ich abgebaut irgendwo. Holzplatten, na denn. Habt ihr was zu tun? So. Ach so. Ah, schon wieder alles kaputt. Okay, verstehe. Dann machen wir das mal alles wieder heile. Und dann...
würde sie aber was anderes jetzt machen. Und zwar würde sie jetzt wieder... Nee, nicht ernten. Doch, Holzfällen, ist ja richtig. Holzfällen. Und... Elfi, müssen wir uns mal angucken, was bei dir los ist. Okay. Weiß man nicht. Okay. Stammesmitgliedarbeit. Okay, wahrscheinlich ist kein Zeug da. Aber ich will auch, dass er Holzplatten herstellt. Ich stelle Holzplatten am Schreinertisch her. Menge. 20. Ja. Leg los.